Servus, Sutti. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für FCI TV. Jetzt bist du seit dem Sommer bei uns in Ingolstadt. Konntest du dich schon ein bisschen einleben in der Donaustadt? Und wie gefällt es dir hier bei uns? Ja, eingelebt habe ich mich schon. Also die Wohnung ist fertig und jetzt geht es ans Genießen. Und jetzt haben wir auch Zeit, dass ich ein bisschen in die Stadt anschaue, Museen anschaue und die Altstadt genieße. Und ja, ich fühle mich sehr wohl und meiner Frau gefällt es auch sehr gut und das ist sehr wichtig. Dass du dich hier bei uns wohlfühlst, liegt das vielleicht auch an der Mentalität, die man miteinander vergleichen kann, die österreichische und die bayerische? Ja, also der Dialekt und so ist ja relativ ähnlich, nur meine Sprache als Wien ist natürlich ein bisschen anders, aber die Leute nehmen es mit Humor und von daher ist es sehr angenehm hier. Jetzt ist der Wechsel zum FC Ingolstadt dein erster Wechsel ins Ausland. Jetzt hast du dich als Linksverteidiger bei uns etabliert und bist gesetzt inzwischen. Wie schätzt du die Bundesliga insgesamt, die deutsche Bundesliga ein, vom Niveau her? Ja, sehr hoch. Also es war immer mein Ziel, dass ich den Sprung hier schaffe und das ist mir jetzt im Sommer gelungen und dass ich so schnell Fuß fasse, ist natürlich sehr schön und bestätigt mich nur in meiner Entscheidung, dass ich einfach hierher wollte und ja, dass mit Ingolstadt jetzt sehr gut läuft, ist natürlich sehr schön. Du hast dir sicherlich Gedanken gemacht, bevor du hier gegangen bist, was auf dich wartet. Gibt es etwas, was dich überrascht hat in der Bundesliga und auf welche Gegner und Gegenspieler hast du dich am meisten gefreut? Ich glaube, da braucht man keine herausheben. Natürlich schwärmen alle von Bayern, Dortmund und so weiter, aber ich glaube, es ist jedes Spiel einfach wirklich, wirklich cool. Also ich freue mich jedes Mal, wenn wir ein neues Stadion kennenlernen und neue Gegenspieler. Es ist einfach jedes Mal eine neue Herausforderung, und der ich mich gern stelle. Und es ist einfach vom Spielerischen her, merkt man einfach schon Unterschiede zu Österreich und auch von der ganzen Aufbereitung und von dem Medienaufkommen. Es ist einfach alles sehr, sehr viel größer und macht noch mehr Spaß. Auffällig für uns war in den letzten Spielen, dass du deine Rolle zunehmend offensiv interpretierst. Wann dürfen die Schanzer deinen ersten Assist bejubeln? Ja, es kann ein Tor auch sein. Also, ja, ich hoffe natürlich in jedem Spiel. Also, es waren jetzt ein paar gute Offensivaktionen dabei. Wir müssen ein bisschen mehr Präsenz auch im 16er haben. Aber ja, also hätte auch der Schuss am Schluss reingehen können. Am Wochenende wartet die nächste große Herausforderung auf uns, das Spiel auf Schalke. Wie geht dir die Woche jetzt an vor dem schweren Auswärtsspiel? Ja gut, jetzt müssen wir mal die ganzen Spiele analysieren. Also wir haben doch jetzt zwei Niederlagen in Folge und müssen da schauen, dass wir einfach wieder Punkt zu Punkten beginnen, auch wenn es auf Schalke schwierig ist. Wir werden uns auf unsere Stärken besinnen und uns unter der Woche jetzt was erarbeiten, was wir am Wochenende umsetzen wollen. Alles klar, dann viel Erfolg die Woche und viel Erfolg vor allen Dingen am Wochenende. Dankeschön.